Ein herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal. Ja, Philipp und ich sind gerade unterwegs zu einem Tenniscamp und da nehmen wir dich einfach mal mit. Der Morgen vom zweiten Tag hier im Camp in Zürich. Die Teilnehmer machen sich schon ein bisschen warm und wir werden es gleich loslegen. Wir werden heute ganz viel zum Thema Matchplan machen, werden Matches spielen. Natürlich viel zum Thema Taktik, mental. Das ist, warum alle hier sind. Und ja, ich freue mich auf einen coolen Tag. Ich werde euch mal ein bisschen mitnehmen hier. So, während alle hier gerade noch spielen, will ich euch mal erklären, warum es so wichtig ist, dass man einen Matchplan hat zum Beispiel. Dass man reingeht und versteht, was mache ich heute, warum mache ich das, ja, wie sieht mein Matchplan aus. Dann lassen wir die Kameras laufen. Warum? Weil oftmals ist natürlich das Gefühl, was man hat, boah, heute habe ich voll viele Doppelfehler gemacht, von dem, wie es dann wirklich lief. Man sieht dann zum Beispiel auf Video, hey, du hast eigentlich nur 3 Doppelfehler gemacht, du hast eigentlich nur 4-5 Mal die Vorhand verschlagen, eigentlich war dein Rückhand-Slice das Problem. Ist natürlich dann offensichtlich, aber nur, wenn man es halt auch mal festhält und auf Video filmt. Und das Letzte ist natürlich, das Ganze dann auch zu reflektieren und zu sagen, okay, wie kann ich das jetzt nächstes Mal besser machen? Und das ist der Prozess, der dich zu einem besseren Hobby-Tennisspieler macht. Klingt kompliziert, ist aber super einfach. Ich mache einen Plan, ich dokumentiere das Ganze mit Kamera oder mit jemandem, der zuschaut, oder ich merke es mir einfach sehr gut, reflektiere das Ganze, mache es nächstes Mal besser. Wenn ihr das macht, werdet ihr ganz schnell besser. Zweiter Punkt ist, viele sind heutzutage oft an diesem Ding, am Handy, für die Augen Katastrophe. Man macht den Körper warm, man macht die Beine warm, die Arme, die Schulter, wie wir es vorhin beim Warmmachen gemacht haben, aber die Augen nicht. Und die Augen sind natürlich das Essentielle beim Tennis, dass die Augen wach sind, dass ihr dann sozusagen sofort bereit seid, den Ball auch gut zu sehen. Genau. Und wieder zusammen, Nasenspitze. Du wirst lachen, wir sind in dem Camp, um diese alten Methoden rauszubekommen. Und deshalb müsst ihr hier über euren Schatten springen und Sachen machen, weil wenn ihr das im Training nicht macht, werdet ihr es niemals im Spiel machen. Irgendjemand, ich glaube heute war es auch, wenn du, Markus hat es beim Essen erklärt, spielt nur Vorhand Slice, gewinnt zwar, aber möchte die normale Vorhand lernen, aber wenn es dann in Spielsituationen ist, ist dann wieder der Slice drin. Und das ist jetzt ein perfektes Beispiel, zu sagen, hey, ich möchte diese alten Muster, die müssen raus. Man merkt ja, das macht gar keinen Sinn, weil ich gebe dem Gegner ja immer den richtigen Treffpunkt. Deswegen verlieren Spieler, die schönes Tennis spielen mit einer guten Technik, gegen Spieler, die kurzes Meinrad-Tennis spielen, ja, weil das einfach schwierig ist. Du weißt, wie ich das meine, weil es einfach schwierig ist, gegen dich zu spielen. Weil du spielst dann kurz einen Ball vor, dann spielst du wieder lang, dann bewegst du dich gut, dann weißt du aber auch, wo die Zielzonen sind. So, finde ich super sein Tennis, ja. Richtig stark. Und das ist eure Aufgabe, nach Hause zu gehen und das eigentlich tausendfach zu üben. Wir üben es jetzt auch. Aber nimmt das mit nach Hause und trainiert das. Mit dem Serge haben wir sehr, sehr intensiv trainiert. Wenn ihr euch ein Video zeigt vom letzten Jahr von seiner Vorhand, das werdet ihr nicht glauben. Also das ist krass, wie der auf einmal die Vorhand spielt. Zeig mal. Natürlich kommt alles auch immer zu einem Ende, wie auch dieses Tenniscamp. Vielen Dank, gebt euch selber einen Applaus, weil ihr seid, ohne euch wird es nicht stattfinden. Deswegen ist es ein Wiedersehen auf jeden Fall, glaube ich, machbar, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Ich weiß, freue mich natürlich, wenn die bekannten Gesichter wiederkommen und auch die neuen Gesichter sind sehr gern gesehen. Und sind auch alle bekannt, ja, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ich glaube, man sieht sich schon immer wieder. Ja. Also ich hatte Bock, machen wir nochmal die ganze Zeit.